Drei Dinosaurier eingebüßt. Das muss doch das da drüben sein, oder? Hier bin ich definitiv falsch. Hier ist auch noch so ein Vieh, ey. Da drüben muss ich hin. Ich versuch's einfach mal. Ich will einfach jetzt da drüber. Aber wahrscheinlich kommt hier gleich wieder irgendein riesen Dinosaurier angeschwommen. Ich guck gar nicht links und rechts. Ich will's gar nicht wissen. Da ist ein Hai. Alles klar, da ist auch ein Hai. Ja, ich sehe das ein bisschen Mist. Ich hab's schon verstanden. Puh. Hier bin ich. Ist doch ekelhaft, ey. Junge, Junge, Junge. Ich komm nie mehr nach Hause, nie wieder. Ich komm nicht mehr nach Hause. Ich muss nach da drüben. Kann ich mal außen rumlaufen? Wo bin ich denn jetzt langgekommen? Blitz ist wieder voll. Komm, ein bisschen schneller rennen. Hier sind auf jeden Fall ein paar Dinos am Start. Da gibt es irgendwas zu holen. Ey, komm, lass mal auf, wir müssen uns mal angucken, was da zu holen gibt. Laufen wir ein bisschen langsamer, um den Blitz wieder zu erholen. Wir fliegen auch Dinos rum. Ist das ein Scheiß, ey. Ist doch voll schief gegangen alles. Das ist eine Runde heute, ey. Voll der Noob, das sag ich noch in der letzten Folge. Mensch, ich werde langsam zum Profi, es wird immer besser hier. Voll gar nicht war das besser hier. Nicht. Und vor allem habe ich nicht gerade. Ach, da oben ist das. Da komm hinten mal hin. Jetzt muss ich aber darüber. Das nützt alles nichts. Ja, ich muss jetzt darüber. Da hoch. Komme ich sowieso nicht jetzt. Ich gucke mal. Ich bin jetzt hier im Wasser. Jetzt muss ich jetzt. Ja, hier ist flaches Wasser, da kommen wir noch rüber, oder? Wir sollen nicht im flachen Wasser in diesen fetter Reihe rumschwimmen. Apropos. Außer der da vielleicht. Ich halte doch schon Abstand. Hau ab, du. Bleib weg. Oh nein. Nein. Der lässt mich mal in Ruhe. Schnell weg. Schnell da hoch. Einfach mal schön gebissen. Ich habe noch fast abgesoffen. So, jetzt müsste ich rein theoretisch auf der richtigen Seite sein. Alter, ist das anstrengend. Die kleinen Lego-Eine gefallen mir. Der hier gefällt mir so nicht, oder? Nicht so schnell rennen. Wollen ja ein bisschen Power aufheben, nicht, dass ich ja nachher mich nicht wehren kann. Puh. Gesundheit ist auch nicht mehr also meine Stärke hier beim Spiel. Das geht alles sowas von schief, Mann, ey. Wieso habe ich mir das so ausgesucht? Jetzt bin ich auch noch außen rumgelatscht. Guck mal, ich bin immerhin an dem Hai vorbeigekommen, der mich eh mal gebissen hat. Der hätte mich auch fressen können. So, aber jetzt langsam mal müsste ich doch meine Sachen wiederfinden. Ich brauche, ey, ich hätte mich in das Bett mal reinlegen sollen von Atti. Das wäre das Richtige gewesen, dass ich am Spawnpunkt in mein Bett rauskomme. Schief gegangen, total schief gegangen. Aber ist es jetzt nicht langsam das, wo meine Leichen liegen? Ich müsste doch hier irgendwo bei meinen Leichen wieder rauskommen, oder? Das muss doch hier sein. Da fliegt auf jeden Fall, also da ist ein hässliches Vieh, was mich aus der Luft angegriffen hat. Da kämpft irgendwas. Ach, da kämpft ein. Nee, ich habe schon gedacht, da kämpft ein Megalodon gegen den Fliegenden da. Das wäre natürlich ein Ding gewesen jetzt, ne? Ein Naturschauspiel. Aber war nicht so. Aber ein bisschen schneller jetzt. Du hast keine Zeit mehr, Freund. 3 Stunden liegen meine Leichen da so rum. 3 Stunden, in denen ich meine Sachen holen kann. Wenn ich meine Sachen überhaupt wiederfinde. Ich bin doch nicht ernsthaft, wo bin ich denn jetzt? Ich kann mich doch nicht so krass jetzt verlaufen haben. Ist doch gar nicht. Lass uns doch mal in die Karte gucken. Ich begreif's gar nicht. Guck mal, da unten bin ich, in die Mitte muss ich.
Ja, da in die Mitte, die Insel in der Mitte da, die ist das, wo ich hin muss. Aber nicht ohne Spaß, ey. Das ist nicht so ernst. Wir schwimmen einfach mal ein bisschen. Haben wir gerade ein Riesenvieh gesehen, was hier gekämpft hat, ne? Bleibt mal an der Oberfläche. Schön wäre ja, wenn ich die andere Seite mal sehen würde. Gerade muss ich einfach rein und schwimmen. Und er schwimmt. Er schwimmt, schwimmt, schwimmt immer geradeaus. Schwimmt, schwimmt. Wie ein kleiner Fisch so groß und schnell. Nee, schnell kommen wir das überhaupt nicht vor gerade. Was sind wir denn hier? Am großen Meer oder was ist das denn jetzt hier für ein Scheiß? Bin ich am Ende der Welt angekommen? Bin ich gerade falsch gegangen? Aber klar. Da kann man mal gegen drei Haie kämpfen, ne? Level 8 Megalodon, naja, also ist ja nicht unbedingt stark, so ein Level 8 Vieh. Aber ich bin in die falsche Richtung gerannt. Alles klar, ey, ich bin in die falsche Richtung gerannt. Genau, ich war also völlig am falschen Ende. War völlig am falschen Ende. Ich muss einfach hier lang laufen. Ist eigentlich nicht so schwer, ne? Hier lang, da durch, immer schön am Strand lang. Da muss ich irgendwie darüber kommen. Meine Leichenteile bergen. Und schön ist ja, aber ich verstehe gar nicht, es ist wieder das Vieh hier am Start, den angreifen will. Ich weiß aber nicht, warum ich weit weg spawne. Normalerweise bin ich dahinter in der Nähe gewesen. Und das sind natürlich viele. Dahin ist er doch. Wir haben. Ach so, genau, bei Weiß, bei dem Vieh, das nach Weiß benannt ist, haben wir doch, glaube ich, eingerichtet, dass der wie ein Geschützturm funktioniert. Er spritzt da nämlich nur so eine Spucke durch die Gegend. Ach, der Kampf gegen das. Unfassbare nichts finden. Ich will nach Hause. Da tut mir doch nichts. Der ist normal, wie ich habe. Da tut mir nichts. Aber da drüben, das ist doch alles nicht wahr. So. Wo ist denn jetzt der Sklave von Weiß? Hat er kämpfen müssen jetzt? Nö. Hat er mir helfen wollen? Das sieht mir hier irgendwie so aus, als hätte mir der Weiß helfen wollen und ist dabei selbst. Guck mal, kein Dino mehr da. Doch mal, was ist denn hier oben los? Was macht ihr denn alle hier oben? Die haben alle mit dem. Die kämpfen immer noch mit diesem riesen Vogel da. Habe ich gerade Weiß getötet? Weiß Sklaven? Nö. Nö. Die kämpfen hier, die wollen mich beschützen. Die kämpfen gegen Viehzeug. Aber gegen welches? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss doch der Trango noch da drüben sein. Und jetzt gucke ich mal, was hier drin rumschwimmt. Das versuchen wir nochmal hier durchzuschwimmen, oder? Auf jeden Fall ist das Vieh erstmal nicht zu sehen. Doch, das ist da zu sehen. Also schnell hoch an die Oberfläche und hier einfach mal durchschwimmen. Der wird mich gleich wieder angreifen. Das ist eher eine Mistvieh da unten. Trango lebt noch. Auch bin ich froh. So, Trango. Was?
Was ist denn das für ein riesiges Vieh? Das ist der Barhonix gewesen. Ich gehe nicht mehr darüber. Das hat keinen Sinn. Ich brauche definitiv viel, viel, viel mehr Freunde. Und wir brauchen also garantiert. Das heißt, das nächste, was ich jetzt mache, ist, ich sammle wieder ein bisschen Holz. Baue mir eine Axt. Sag mal, aber woran liegt denn das, dass das ganze Viehzeug angreift jetzt? Ich habe doch nicht. Provoziert man die irgendwie oder woran liegt das? Das ist ja doch der absolute Oberhammer, ist das doch. Nee, wir gehen ganz normal hin. Ich sammle mir gleich mal ein paar Fahrer hier ein. Was muss ich machen? Ich muss mich hier neu eindecken mit allem Zeug, was es so gibt. Und dann muss ich mir wieder erstmal eine Axt bauen. Oder eine Spitzhacke. Guck mal hier. Guck mal an. Ach, guck mal an. Wenn du mit der Hand drauf einschlägst, kriegst du Stroh. Ah, ich verstehe. Jetzt begreife ich auch, was hier los war. Sobald du eine Axt gebaut hast, ändert sich das nämlich. So, jetzt gucken wir erstmal, ob ich mir gleich schon mal. Ja, kann ich mir bauen. So, haben wir erstmal die Spitzhacke. So, mit der Spitzhacke könnte man. Guck mal, da kriegt man nämlich viel, viel, viel Stroh und wenig Holz. Ja, man muss ein bisschen rausfinden, wie das Spiel funktioniert. Das ist natürlich der Hammer. Es kommt also darauf an, was für Werkzeug du nimmst. Wenn man viel Stroh braucht, macht man einfach mit der Spitzhacke den Baum kaputt. Alles klärchen. So, das ist das, wo ich nicht hin will. Dann nehmen wir gleich mal von hier aus ein bisschen Strom. Das ist gut. So klappt das. Und dahin brauche ich innen schon ein bisschen Leichen, brauche ich nicht rausnehmen. Und auf der anderen Seite drüben, da werde ich auch nicht Strom vernehmen. Wir bleiben mal schön auf der Seite hier und müssen uns definitiv, definitiv mehr Freunde sammeln, die mitkommen übers Wasser oder durchs Wasser. Vielleicht auch irgendeinen schwimmenden Saurier, dass ich unter Wasser da auch Hilfe habe. Ist natürlich ein Ding, ey. Ist doch der Wahnsinn. Fackel brauche ich auch noch in der Schildkröte letzten Woche hier oben. Ich muss einfach noch das Viehzeug hier loswerden, was sinnlos angreift. Dodos nützen mir auch nichts. Die dürfen, muss ich aufpassen, dass die keine Fleischfresser angreifen. Und dann müssen wir immer dafür sorgen, dass die Kumpels ja alle nicht stillstehen, sondern dass sie sich ein bisschen bewegen und hier helfen. Du wirst die Dodos auch machen. So. Da bin ich ja gespannt, was das jetzt hier wird. Gucke mal. Der läuft hier rum. Da haben wir noch so viel. Komm her, du Krieg. Komm her, du Krieg. Das kriege ich noch. Die Bombe rein, ja? Dann ist nichts dran. Die nehmen wir, ich kann mal Fleisch mit. Das ist ein Trinkenkrieg, das ist ja eigentlich schön. So, jetzt ist er hier tot, ne? Er lebt doch noch. Der lebt noch. Der ist nicht tot. Jetzt ist er aber tot. So, und jetzt, ne? Warte mal. Fleisch rausnehmen. Aha, und der hatte von mir Stroh geklaut. Vieh. Mistvieh. So, jetzt haben wir Fleisch, dann könnte man den zweiten, wenn noch irgendwie Vieh kommt, nämlich zähmen mit Fleisch. Das wäre cool. Sind wir also wieder zu Hause und da drüben das ganze Zeug. Ey, das schaffe ich eigentlich. Kämpfen da Triceratops? Ja, der legt sich mit dem Triceratops an, das Mistvieh.
suchen. Nee. Hat der Triceratops gewonnen? Trinko, wir haben ja noch. Wir haben ja auch in Helfen. Der Triceratops hat doch gewonnen. Ey, der hat gewonnen. Bleib an der Oberfläche. Ich muss schnell drüber hier. Guck dir das an. Hat er wirklich. Hat er tatsächlich. Irritiert doch die große Tote. Der hat gewonnen, der Triceratops. Guck dir das an. Der ist tot. Gut. Na, bin ich froh. Das Mistvieh hat uns ja nur echt das Leben schwer genug gemacht. Hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Leder zu holen. So, und jetzt gucken wir uns noch mal an. So, Trango. Trango, folge mir jetzt. Du kommst jetzt mit. Du hast dir dein Ding echt gut gemacht. Verhalten. Befehl folgen. Aktivieren. So. Und jetzt muss ich nur noch mal gucken, welche von meinen Leichen die volle ist. Warte mal, das war natürlich gleich die hier. Genau, der stand doch hier. Oder? Und dann hat man doch hier. Nee, hier haben wir nichts drin gehabt. Wie ist es mit dem? Hier ist alles drin. Jetzt nehmen wir einfach alles raus. Wie war das? Alles nehmen. Alle eins. So. Und wir können sogar noch laufen. Ich hatte schon ein paar Sachen mitgeschmissen. Puh. Junge, 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 Junge. Ist das eine krasse Sache hier. So, wir gucken, ob wir hier durchkommen. Was meinst du, Trango? Wollen wir hier durchschwimmen? Da unten hat er mich vorhin angeguckt, aber. Wenn wir oben in der Oberfläche bleiben, müsste es doch gehen, oder? Es regnet es gerade. Kann sie behilfst mir doch. Oder nicht? Das wird schon gut gehen, oder? Also das heißt, wir haben auf jeden Fall unseren Darfu eingebüßt. Aber dann müssen wir nur mal das richtige Vieh zählen und dann kriegen wir den. Dann machen wir Darfu auch zu diesem Spuckenden. Okay, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Zum ersten Mal zu Hause. Jetzt haben wir auch ganz viel von dem anderen Zeug eingesammelt. Das ist gut. Ja, und man weiß, hätte ich das natürlich mitnehmen können die ganze Zeit, hätte ich einfach B dabei gehabt, wäre das auch gegangen. So. Okay. Jetzt versuche ich mal, hier unten den Holzpfeiler zu setzen. Das mache ich mal so als letzte Aktion für heute. Ich wollte ja gerne... Ich habe so viel Fleisch anstecken. Ich wollte ja gerne hier eine Holzsäule bauen. Was auch jetzt einmal geht. Jetzt bin ich nämlich gespannt, ob das was bringt. Angst gehabt hier. Ob das jetzt geht? Ich weiß es nicht. Ich komme nicht. Warte mal, das ist. Aha, der macht die. Der macht die auch so. Aha. Machen wir mal so. Jetzt ist es da unten angebracht. Und jetzt ist die Frage, kann ich ein Dach noch daneben setzen jetzt? Oder? Was ist das hier? Ein Strohdach. Ich habe ja eins da. Jawohl! Hat funktioniert durch diese Säule hier unten dran. Dann machen wir noch ein paar von den Säulen. Säule, Säule, Säule. Machen wir 1, 2, 3, 4, 5. Und dann packen wir die gleich mal. So. Ach, so geht das. Aber das hängt jetzt natürlich an der Luft, wenn ich sie hier anbringe, oder? Müsste die jetzt hier irgendwie...
Warum hängen die denn? Was ist denn das? Hier ist in der Luft, das finde ich auch blöd. Machen wir hier nach innen hin. So. Kann man von vorne nämlich über Säulen gestützt. Das sieht cool aus. Oh, das war mischt. Behalten. Da ist er weg. Aber so. Macht er das schon wieder? Lass mich trollen. Holzpfeiler. Abreißen. Wieso macht denn der das schon wieder? So ist es. Sage mal. Dann haben wir eben nur zwei. Was aber nicht macht, weil nämlich dadurch das Haus steht. Das ist erstmal, das funktioniert zumindest. Das haut hin. Okay. So gut, jetzt sage ich mal, ich bedanke mich dafür, dass du mich über die letzten 8 Folgen oder sowas begleitet hast. Und sage danke für das Zuschauen und danke für die Tipps und die Ratschläge, die ich von euch in der Community immer so erhalten habe oder erhalte. Und ja, wir sind jetzt wieder zur nächsten Aufnahmerunde. Ich weiß noch nicht, wann das wird und wie viele Folgen das dann werden, aber du weißt, wie du eh bist. Auf jeden Fall, bis dahin, macht's gut und tschüss.